Hallo Freunde, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr merkt, wir haben heute wieder eine ganz andere Kulisse. Wir stehen heute in meinem Heimkino und ich habe den Patrick mitgebracht. Und den Patrick habe ich heute als Interviewpartner mit dabei. Er ist Fotograf und ich möchte mich ein bisschen mit ihm über sein Business unterhalten. Was hat er gemacht, wie ist er dazu gekommen und so weiter. Und wenn du da Bock drauf hast, dann bleib einfach dran. Viel Spaß! Ja, Freunde, heute der Patrick Reimann bei mir zu Gast. Er ist Spezialist für Fotografie. Und ich habe mir dich heute eingeladen. Ich würde gerne von dir wissen, welche Art Fotografie machst du denn überhaupt? Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin spezialisiert auf Hochzeitsfotografie. Und allgemein bin ich sehr stark fokussiert darauf, eine Mischung aus einer emotionalen Fotografie, verbunden aber mit moderner, richtig geiler Fotografie, wo man auch nachts mal ein paar coole Bilder machen kann, mit verschiedenen Arten, mit Blitzlicht von hinten, und der eine oder andere kennt so Bilder vielleicht, wo dann der ganze Rauch dann zu sehen ist und so weiter. Da versuche ich genau diese Mischung in der Fotografie zu finden. Das ist krass, weil Fotografie ist ja immer so Kunst. Und da gibt es ja so einen ganz deutlichen Unterschied zwischen, wenn ich Fotos mache, ist es immer so ein billiger Schnappschuss zum Beispiel, bis richtigen Profis von dir, die diese Bilder, die so einen richtigen Blick dann für die Bilder haben, diese ganz emotional schießen, die Emotionen mit einfangen und die dann vor allem auch noch richtig nachbearbeiten können per Photoshop. Oder ich habe bei dir vorhin gelernt, du machst das zum Beispiel auch sehr, sehr gerne mit Lightroom. Ja. Und da liegt die Kunst drin. Aber wo liegt denn zum Beispiel ein Schwerpunkt drauf? Meinst du, das Bild zu schießen, die Grundlage, ist überhaupt das Wichtigere? Oder sagt man, hey, selbst wenn es nichts geworden ist, über Photoshop und Lightroom könnte man das auch noch retten? Und da sollte man vielleicht, wenn man anfängt, einen Schwerpunkt drauf legen. Also, ja, Emotion geht nur über das Auge. Ja? Ich muss im richtigen Moment den richtigen Winkel finden, um eine weinende Mutter oder eine weinende Oma oder wo gerade jemand ausflippt, schreit, durch die Gegend hüpft, da muss ich schon den Moment erwischen, und da kann Photoshop den Winkel nicht ändern, kann Photoshop die Träne nicht, gut, die Träne könnte man rein photoshoppen, aber ich glaube, das sieht man in den Augen, ob es echt ist oder nicht. Das geht mit Photoshop nicht, definitiv nicht. Okay, ich habe das bei Christina Aguilera gesehen. Die war ja früher Mini, dann war sie Maxi, dann kam Photoshop und dann ist sie Mini, obwohl sie ja eigentlich doch noch Maxi ist. Da gibt es auch so eine Animation von einer Pizza zu einem Model. Das habe ich mal gesehen. Wie haben die denn das Model zu einer Pizza gekriegt oder die Pizza zu einem Model gekriegt? Sehr, sehr geil. Du warst ja nicht immer Wedding-Fotografie. Also Nein. Du hast ja irgendwann mal als Hobbyhaft vielleicht mit der Fotografie angefangen. Genau. Wie bist du denn zum Thema Wedding gekommen, zum Thema Hochzeit? Ja, ich habe tatsächlich vor knapp 10, 11 Jahren, ich bin sehr viel im Karneval unterwegs gewesen und habe einfach damals mit einem Partner zusammen mir überlegt, es ist doch einfach total schade, dass im Karneval es kaum Fotografen gibt, die das festhalten, das Bühnenprogramm, wenn die Garden tanzen, beim Fasching, beim Maskenball, bei den Umzügen. Es gab einfach viel zu wenige Fotografen, die genau das festgehalten haben. Und Party-Communities, so diese, ich nenne das mal keine, gibt es ja zu Genüge, wo man einfach diese Party-Knipser. Und dann haben wir so, okay, wir machen mal eine Community nur für Fasching. Okay. Und parallel hatte ich mal ein Praktikum gemacht beim Fotografen, ein, zwei. Da bin ich dann so reingewachsen. Und das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben eine Community aufgebaut. Und das ging dann irgendwann so weit, dass wir auch für das Partyleben auch eine Community aufgebaut haben. Sondern irgendwann gewechselt auf eine größere Community. Und dann kam es dann irgendwann, dass meine Cousine mich tatsächlich fragte, sag mal, du machst so ganz viele tolle Bilder, magst du nicht auch meine Hochzeit fotografieren? Okay. Und ich habe dann nur gefragt, ist das dein Ernst? Bist du dir sicher? Das sind aber nicht die mit der roten Nase und der langen Kappe unterwegs. Das ist dann schon mal ein bisschen anders da. Ja, aber du hast dann trotzdem gesagt, ist meine Cousine? Ja, warum nicht? Und genau. Hast du es dann das erste Mal gemacht? Richtig, genau. Das erste Mal fotografiert, und dann hat es anderen Freunden von denen dann gefallen und habe ich dann dort fotografiert. Und so ist es dann einfach, wenn es einmal funktioniert und du eine gute Arbeit leistest, dann spricht sich das natürlich rum und du kommst auch nicht dran vorbei. Und ich bin auch froh drum, dass ich nicht dran vorbeigekommen bin. Das kennt aber jeder von uns. Jeder von uns Dienstleister, egal ob es ein DJ ist oder ein Fotograf, wenn man irgendwann mal mit angefangen hat und es hat einem gefallen, spricht sich das auf einmal rum wie ein Lauffeuer, und dann will der Nächste das natürlich auch haben. Sagt, hey, du hast doch da einen da, der hat das doch so gut gemacht, oder ich habe die Bilder gesehen, wer war das denn? Und so hat sich das bei dir auch entwickelt. Und irgendwann ging es dann von dem Hobby bis jetzt in den, du machst es hauptberuflich mittlerweile, gell? Ich mache seit einem Jahr hauptberuflich, richtig, ja. Okay, und bist da im Wedding-Fotografie dementsprechend spezialisiert. Richtig. Also ich habe jetzt so das ein oder andere Bild bei dir gesehen, auch gerade auf Instagram so.
Und ich muss sagen, die sind nicht nur durchschnittlich, die sind wirklich überdurchschnittlich gut. Dankeschön. Das macht, wie gesagt, der gute Blick für die Perspektive, was man als Anfänger oder wie ich zum Beispiel als Schnappschooter nicht so gut kann, sondern da braucht man dann natürlich einen Profi für. Genau. Du hast, wie gesagt, irgendwann vom Hobby oder vom Karneval bist du in die Wedding-Fotografie rein. Bei mir stellt sich beim Fotografen immer die Frage, läufst du privat auch mit einer Kamera rum? Hast du immer eine dabei, um, wie gesagt, so richtige Momente einzufangen oder wie ist das? Tatsächlich gar nicht so häufig. Ich sage ja, im Karneval bin ich ja noch viel unterwegs, weil das ist ja wirklich privat, da verdiene ich kein Geld mit. Das Portal gibt es auch immer noch. Okay. Ja, das heißt, da gehe ich zu den Vereinen und unterstütze die quasi mit den Fotos, die stellen wir bei uns online. Mhm. Ist nicht mehr so wie mit früher, so mit Visitenkarten verteilen, so geht mal drauf. Also so, genau, das kenne ich noch, wo man dann gesagt hat, gehst du auf das Portal, gibst die Nummer ein und dann kannst du dein Foto runterladen. Genau. Und hat dann gleichzeitig auch Werbung für seine Webseite gemacht. Ja, okay. Nee, da fokussiere ich mich schon wesentlich mehr darauf, dass einfach die Vereine was davon haben, weil ich einfach schade finde, dass es da einfach viel zu wenig drumherum gibt und natürlich die Party-People dann drumherum und so weiter ist auch cool, aber da muss man halt natürlich auch immer eine Grenze setzen und da habe ich gesagt, okay, ich habe Bock, die Garden, die Tänze und so weiter und da ist auch so manchmal das Feingefühl, wie bei der Hochzeit auch, den richtigen Moment zu treffen, nämlich wenn zum Beispiel ein Tänzer springt in diesen Spagatsprung, den so zu kriegen, dass die Beine wirklich gerade nach rechts und links treffen, das ist genauso eine Herausforderung wie auch eben bei der Hochzeit. Und das ist das, wo ich dann so den Nervenkitzel finde. Okay, genau. Jetzt so eine Frage, ich bin ja so, wie gesagt, so ein Hobbyknipser. Ich mache ja viele Sachen zum Beispiel auch für Instagram. Genau, du bist ja auch bei Instagram auch sehr, sehr aktiv. Ist es da eher ratsam, ein Bild mit der Profikamera zu schießen oder reicht da auch so ein Handy-Schnappschuss im Endeffekt aus? Wie ist denn deine Erfahrung? Was ist denn für Instagram zum Beispiel, wenn wir Instagram benutzen, was ist denn da ratsamer? Ja, also prinzipiell ist es klar, ich sag mal, eine relativ gute Kamera ist schon irgendwo wichtig, also eine recht neue. Das kann aber auch ein iPhone sein. Das Wichtigste an einem Bild ist eben nicht, dass es das High-End-Mega-Equipment ist, sondern dass es das Licht ist. Ja, dass du brauchst viel Licht, um ein schönes Bild zu kreieren und natürlich den Moment oder die Emotion, wenn du das einfangen möchtest. Zum Beispiel, wenn du einfach ein cooles Bild für Instagram machen möchtest, nutze einfach mal das Fensterlicht. Mhm. Klassisches Beispiel, er hat hier zum Beispiel auch Gardinen davor hängen, ganz simple weiße Gardinen und das macht das Licht sehr smooth, sehr weich. Ich wollte gerade sagen, schön smooth, genau. Genau, und dann kriegst du einfach ein schönes Licht und kannst damit schon ein super qualitativ gutes Bild machen. Und da gibt es auch natürlich Apps für, wie Snapseed zum Beispiel, da kann man nochmal ein bisschen was justieren an den Bildern, aber das mit so einfachen Tipps, da kann man schon was machen. Oder auch mit dem Handy, mache ich auch ab und zu, um einfach ein Bild spannend zu machen. Nicht eben nur einfach nur Touri-Perspektive, nenne ich es gerne. Ja, ist halt so, ne? Einfach aus diesem Winkel mit dem Handy jetzt, ja? Sondern geh doch einfach mal ganz nach oben oder geh einfach mal ganz nach oben, leg dich mal auf den Boden. Sieht affig aus, macht aber einen riesen Spaß, weil du kriegst ganz andere Bilder. Das stimmt, ja, genau. Hast du noch als Abschluss noch so einen letzten Tipp für uns, wie man wirklich so ein richtig gutes Bild schießt oder wie man sagt, das ist eben nicht nur die normale Touri-Methode, sondern du hast vielleicht noch eine Perspektive oder worauf man achten muss, wenn wir als Hobbyisten ein Bild schießen wollen. Ja, also eine Sache, die es auf jeden Fall noch sehr spannend macht, ist zum Beispiel, sich zu überlegen, okay, ich habe jetzt etwas, was ich fotografiere und dann, was ein Profi macht, ist zu überlegen, was ist der Vordergrund, was ist Motiv und was ist der Hintergrund. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund, einfach einen Kumpel ablichten möchte, dann nehme ich halt jetzt nicht einfach die Person und mache jetzt so, sondern überlege, okay, was kann ich jetzt direkt vor die Kamera in den Vordergrund nehmen? Wie zum Beispiel, ganz simpel, so ein Gestrüpp, Blatt Papier, Gräser, reiß vom Boden Gräser ab oder vom Baum so ein paar Blätter, die sehr, sehr dünn sind und mach die vor die Kamera. Wenn du draußen bist, dass du, wie gesagt, so zum Beispiel einen Baum oder einen Busch hast, wo du sagst, du nimmst ein Blatt da vorne, vorne in den Vordergrund, in die Perspektive mit rein und die eigenen People stehen dann 7-8 Meter. Und es ist dann richtig schön unscharf, wenn es direkt vor der Kamera ist, direkt vor der Linse. Manchmal so ein bisschen Farbspiel, kommt drauf an, was für Farben das hat, was du da abzupfst, und dann kannst du schon wirklich ein sehr spannendes Bild kreieren. Ja, sehr, sehr geil. Also das ist auch ein Tipp, den muss ich auch mal beachten, weil wie gesagt, ab und an nutze ich das sogar, weil ich das mal irgendwo gelernt habe, was in den Vordergrund reinzumachen, was so leicht unscharf ist, was dir aber so ein bisschen Fokus reinnimmt, um dann die scharfen People dementsprechend hinten dran zu sehen. Super, wenn unser Zuschauer hier vor der Kamera noch ein bisschen was über dich erfahren will, wo findet man dich denn online? Ich weiß, du hast eine Webseite, du bist bei Instagram, du bist bei Facebook, ich glaube sogar, du gibst manchmal noch Rauchzeichen ganz klassisch ab, damit man dich noch irgendwo findet. Wo bist du überall anzufinden? Ja, also prinzipiell, klar, erstmal über meine Webseite patrick.wedding, ganz einfach. Oder auf Instagram, wenn man einfach ein bisschen was Privates über mich auch erfahren möchte, wie ich so bin, wie ich so ticke, dann patrick.weddingphotography.
und da findet man mich. Guck da unbedingt mal rein, gerade das Private. Der Junge ist wie ich früher Gamer gewesen, hat früher genauso hart gezockt wie ich und ist dann von der Zockerei in die Selbstständigkeit rein. Der eine wird Fotograf, der andere wird DJ. Also auch wir waren mal jung, auch wir haben Computerspiele gespielt und auch wir konnten ein Business daraus machen. Wir sind halt kreative Chaoten. So kann man das zum Beispiel nennen. Man muss einfach nur das machen, was man gerne macht und dann funktioniert es. Perfekt. Patrick, schön, dass du mit dabei warst, dass du ein bisschen was von dir erzählen konntest. Danke und auch den einen oder anderen Fototipp mit dabei hattest. Und auch die, liebe Hörer, wenn dir dieses Video gefallen hat und auch dieses Interview mit Patrick, dann gib uns gerne bei diesem Video einen Daumen nach oben. Willst du zudem mehr von uns sehen, dann findest du jetzt direkt über Patricks Kopf eine kurze Einblendung, wo du den YouTube-Kanal abonnieren kannst und dann wirst du auch über zukünftige Videos informiert. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sagen ciao. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.